In diesem Video möchte ich mal ein bisschen über Elektromotoren reden. Hauptanlass dafür ist, dass unter einigen der neueren Let's Bastel Videos Fragen aufgetreten sind, die scheinbar noch nicht vollständig beantwortet sind. Ich betrachte in diesem Video mal nur den Drehstrom-Asynchronmotor, den Kondensatormotor und den Bürsten- oder Kommutatormotor. Und ich mache dann noch einen zweiten Teil, wo ich wirklich intensiv auf die Technik eingehe und auch noch den Spaltpolmotor dazu nehme. Jetzt erläutere ich mal nur grob, was die Motoren so ausmacht, worin sie sich unterscheiden und welcher für welches Anwendungsgebiet besonders gut geeignet ist. Der Drehstrommotor wie auch der Kondensatormotor sind Induktionsmotoren. Das heißt, da besteht keine elektrische oder mechanische Verbindung zwischen dem Rotor, der sich dreht, und dem Stator, wo die Spulen drin sind, der stillsteht. Außer natürlich den Kugellagern. Das heißt, von der Langlebigkeit sind Induktionsmotoren grundsätzlich schon mal besser als Bürstenmotoren, weil da gibt es hinten diese Kohlenbürsten, die da im Betrieb drüber schleifen, was natürlich zur Abnutzung führt und die Lebensdauer von denen ist niedriger. Vorteil von Bürstenmotoren, das ist jetzt ein Staubsaugermotor. Der ist aus zwei Gründen eher ungeeignet. Erstens mal sieht man nicht besonders viel, man kann nichts mechanisch dran anklemmen, weil der sich selbst kühlen muss und er hat einen Lagerschaden. Aber ich habe momentan nichts Besseres zum Demonstrieren. Jetzt muss der herhalten. Die haben also eine höhere Abnutzung. Dafür sind sie kleiner und leichter bei gleicher Leistung. Die Effizienz ist bei Induktionsmotoren höher. Am effizientesten ist mal der Drehstrommotor, wo man eine Drehstromsteckdose, also Kraftstrom, zur Verfügung hat. Dort kann man einen Drehstrommotor nehmen, ist dort mal grundsätzlich das Beste. Der Kondensatormotor hat den Vorteil, dass er auch am Lichtstrom läuft, das heißt, der braucht nur eine normale Steckdose. Und dafür hat er ein bisschen weniger Drehmoment und deutlich weniger Anlaufmoment. Das heißt, wenn er schwer zum Wegstarten hat, viel Masse mitschleppen muss oder gegen einen starken Widerstand loslaufen muss beim Anlauf, dann ist es auf jeden Fall wichtig, dass man einen Drehstrommotor nimmt. Ansonsten, die Effizienz ist beim Drehstrommotor höher, aber die beiden sind relativ effizient. Der Bürstenmotor ist nicht so effizient, dafür ist er eben, wie gesagt, kompakter. Der Bürstenmotor dreht sich viel schneller, 6000 Umdrehungen pro Minute sind keine Seltenheit, die Drehzahl ist aber nicht ansatzweise stabil. Bei den Induktionsmotoren ist die Drehzahl von der Netzfrequenz abhängig, das heißt, die ist ziemlich konstant. Sie ändert sich auch mit der Last, die man anlegt, wie viel mechanische Leistung man anfordert ein bisschen, aber im Bereich, wo der Motor arbeiten kann und darf, ändert sich da sehr wenig. Hingegen beim Bürstenmotor bricht die Drehzahl sehr stark zusammen, wenn man Leistung fordert. Demonstriere ich jetzt mal das Hochlaufen, was mit der Drehzahl, wie sich die verhalten. Den Bürstenmotor kann man übrigens auch an Gleichstrom betreiben, während der Kondensatormotor kann nur an Wechselstrom betrieben werden und der Drehstrommotor nur an Drehstrom. Ich schließe jetzt erstmal den Staubsaugermotor am Stelltrafo an. Dort stehen durchgehend die Netzfrequenz von 50 Hertz zur Verfügung und ich kann aber einstellen, wie viel Spannung rauskommt. Also fahre ich jetzt mal mit der Spannung nach oben. Bei 20 Volt fängt er an, sich zu drehen. Hat aber eine ziemlich geringe Drehzahl. Wenn ich ein bisschen raufdrehe, erhöht sich die Drehzahl. Und je weiter ich die Spannung nach oben fahre, desto mehr Drehzahl bekommt er. Ja, der hat einen Lagerschaden, habe ich vorhin schon gesagt.
sieht also, dass die Drehzahl sehr stark von der Betriebsspannung abhängig ist. Man kann die Drehzahl einfach mit der Betriebsspannung ändern. Auf die Art sind die relativ leicht regelbar, aber eben auch ziemlich instabil. Sobald man eben Leistung anfordert, bricht die Drehzahl zusammen. Das ist bei Induktionsmotoren ganz anders. Die wollen immer ihre Nenndrehzahl erreichen. Und ob sie es schaffen oder nicht, hängt einfach davon ab, ob genug Drehmoment da ist. Ich habe jetzt den angehängt und fahre auch wieder mit der Spannung von 0 Volt nach oben. Man sieht, wo fängt er an sich zum Drehen? 30 Volt passiert nichts. 35, bei knapp 40 Volt fängt er an sich zu drehen. Und dreht aber gleich ziemlich hoch. Man hört es am Betriebsgeräusch. Er hat schon fast seine volle Drehzahl. Er hat aber noch überhaupt kein Drehmoment. Ich kann den so aufhalten. Das wäre theoretisch ein 550 Watt Motor. Aber klar, 39 Volt, wo will der die Leistung hernehmen? Man hat gehört, er ist minimal noch schneller geworden. Aber da passiert nicht mehr viel. Das Einzige, was passiert ist, er wird lauter, weil das Drehmoment steigt, das er zur Verfügung stellen kann. Jetzt habe ich seine Nennspannung erreicht. Es ändert sich an der Drehzahl nichts, aber er kann viel mehr Drehmoment zur Verfügung stellen. Das Ganze wäre bei dem Motor ziemlich ähnlich. Beim Drehstrommotor. Ich kann aber Drehstrom nicht regeln zurzeit. Wenn ich den anstecke, ist er einfach innerhalb kürzester Zeit, also quasi sofort, auf Nenndrehzahl. Der hat jetzt ein 1:50 Getriebe vorn drauf. Das ist der einzige, den ich da habe. Darum dreht sich der vorn so langsam. Aber ja, da ist die Drehzahl extrem konstant. Fassen wir das Ganze also mal zusammen. Wo es möglich ist, würde ich Induktionsmotoren nehmen. Am besten natürlich Drehstrommotoren. Induktionsmotoren sind einfach effizienter und langlebiger. Dafür sind sie aber, wie angesprochen, schwerer. Das heißt, stationäre Anwendungen auf jeden Fall. Für mobile Anwendungen kann man sich je nach Umständen auch überlegen, einen Bürstenmotor zu nehmen. Bürstenmotoren nur dort einsetzen, wo man ohne Getriebe eine sehr hohe Drehzahl braucht oder wo es leicht und kompakt sein muss. Die Bürstenmotoren haben auch den Nachteil, dass sie ziemlich viel Lärm machen. Die Induktionsmotoren sind viel laufruhiger. Dafür ist aber die Drehzahl, wie angesprochen, ziemlich stabil und sie lässt sich auch nicht ändern. Es gibt schon eine Möglichkeit, die Drehzahl zu regeln, darauf komme ich aber erst im nächsten Teil zu sprechen. Das geht dann mit Frequenzumrichtern und ist relativ kompliziert und mit einigen Problemen verbunden. Es gibt sie je nach Bauart vorwiegend mit knapp 3000 Umdrehungen, so von 2800 bis 2900 ungefähr, und mit der Hälfte. Gibt dann noch andere Drehzahlen, aber die sind seltener. Und höher als 3000 geht in unserem 50 Hertz Netz überhaupt nicht. Wer also eine höhere Drehzahl braucht, der muss entweder ein Getriebe einbauen oder die Nachteile vom Bürstenmotor in Kauf nehmen. Ich habe hier nochmal wichtige Eigenschaften zusammengeschrieben. Du kannst pausieren und das in Ruhe durchlesen. Ja gut, dann hoffe ich, dass ich mal einige Fragen beantworten konnte. Wer dann die technischen Details sucht, der kann sich das nächste Video anschauen. Ich schaue, dass ich es nächste Woche schaffe. Am Ende von diesem Video wird es verlinkt, sobald es online geht. Dann bedanke ich mich mal fürs Anschauen und bis zum nächsten Video.